Herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture zum Thema Open Access an der Uni Graz. Kurz zum Inhalt. Zunächst werden wir uns mit dem Konzept von Open Access beschäftigen. Wie kam es dazu? Was ist damit gemeint? Und was verspricht man sich vom freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen? Was sind die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Open Access? Im Anschluss stelle ich Ihnen kurz die Open Access Policy der Uni Graz und die Angebote der Universität bezüglich Open Access vor. Mit Open Access ist der kostenlose, uneingeschränkte Zugang zu wissenschaftlicher Literatur für alle Interessierten gemeint. Idealerweise kommen dazu noch freie Lizenzen wie Creative Commons, sodass die Inhalte unter Angabe der Urheberinnen und Urheber leicht weiterverwendet werden können. Von der Öffentlichkeit finanziertes Wissen soll der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stehen. Verlagsleistungen werden durch Autorinnen und Autoren bzw. meist durch deren Institutionen finanziert und damit wird transparenter, für welche Dienstleistungen wie viel bezahlt wird. Seit den 1990er Jahren spricht man aufgrund starker Preissteigerungen bei Zeitschriftenabonnements bzw. Subskriptionen von einer Zeitschriftenkrise. Der Ankauf wissenschaftlicher Zeitschriften ist für Bibliotheken immer schwieriger zu finanzieren. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der zur Forderung nach Open Access beigetragen hat. Vor allem geht es bei Open Access aber um den weltweiten freien Zugang zu Forschungsergebnissen. Davon profitieren auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch eine größere Sichtbarkeit ihrer Werke. Die Grafik auf dieser Folie stellt einige der wichtigsten Argumente für Open Access dar. Diese können in drei Hauptaspekte zusammengefasst werden. Die Idee eines Rechts auf freien Zugang zu Wissen, ein Marketingaspekt aus Sicht der Autorinnen und Autoren und der Institution und die Aussicht auf transparente und faire Kosten. Die Universität Graz unterstützt diese Ideen und hat 2013 als erste österreichische Universität eine Open Access Policy beschlossen. Diese hat lediglich empfehlenden Charakter. Hier wird auch die wichtige Unterscheidung zwischen Gold Open Access, das ist die Erstveröffentlichung in einer Open Access Zeitschrift oder als Open Access Monographie, und Green Open Access, Zweitveröffentlichung oder Selbstarchivierung auf einem Repositorium, angesprochen. Auf Basis dieser Policy und zur Unterstützung des Open Access Publizierens stellt die Universität bzw. die Universitätsbibliothek folgende Angebote zur Verfügung. Das institutionelle Repositorium Unipub, auf dem Zweitveröffentlichungen, Open Access Zeitschriften von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Uni Graz und Hochschulschriften zur Verfügung gestellt werden. Das Open Access Büro unterstützt sie bei der Klärung der Zweitveröffentlichungsrechte und beim Hochladen von Publikationen. Die UB Graz verhandelt weiters mit Verlagen über Open Access Abkommen, die sowohl das Lesen als auch das Publizieren in Zeitschriften umfassen, sodass die Open Access Publikationskosten für Autorinnen und Autoren entfallen oder stark reduziert werden. Für das Publizieren in echten Open Access Zeitschriften steht der Publikationszuschuss der Universität Graz zur Verfügung. Wenn das Journal im Directory of Open Access Journals gelistet ist, refundiert die Universität bis zu 1.800 Euro an Publikationskosten. Zum Abschluss unsere Kontaktdaten für Fragen und weitere Informationen. Die Publikationsservices bieten Information und Beratung zum wissenschaftlichen Publizieren und das Open Access Büro steht für Fragen zum Thema Open Access und Repositorium Unipub zur Verfügung.